So, herzlich willkommen zurück in der Schlachtenansicht und ja, ich habe jetzt einfach mal das Gefecht gestartet. Ich kommentiere das ja erst wieder im Nachhinein. Ja, wir gucken uns das mal aus der Sicht der Skaven an. Die haben sich ja hier schon aufgestellt. Und die ballern halt schon mal ein bisschen auf unsere Einheiten ein. Aber natürlich sind wir vorbereitet. Sie fokussen dummerweise erst einmal den roten Herzog, wollte ich schon sagen. Nee, den Zarion. Das ist eine ziemlich dumme Entscheidung. Aber das seht ihr gleich. Da kommt was. Jawohl, und da sind die Zombies. Also denn, man sieht hier, die Wargeists haben auch ihren Spaß. Also das sieht auf jeden Fall ganz gut aus. So, hier die Kavallerie kommt auch schon an. Die ist hier auch schon rein, hat sich hier schon teilweise um die Rattling Gunners gekümmert, aber interessant ist natürlich das Zeug hier. Das, was hier noch ankommt. Das ist noch so einiges. Eieiei, hier tut sich vieles gleichzeitig. Wo ist eigentlich der Kopfjäger? Ach, hier. Hier ist Squeak Kopfjäger, der erst einmal hier von dem Zombie-Drachen hier umgeschmissen wird. Und da sind ja auch noch die Gruftschrecken, die sich um den Kerl kümmern. Was ist das mal an hier? Er kriegt schon ordentlich Schaden. Er geht schon ordentlich runter. Er hat auch nicht sehr viele... Er hat nicht sehr viele Lebenspunkte tatsächlich. Eieiei, geht der schnell runter. Das ist echt heftig. Eieieiei. Ja, da ist... ja, und jetzt kommt auch noch die Infanterie. Ja, das dürfte es für den Queen-Kopfjäger demnächst gewesen sein. Die Rattling Gunners hier kommen sogar noch zum Schießen. Das ist nicht so gut. Alter Falter hier. Ratatatatatatat. Da wird geballert. Ja, die Wargeists, ja, das sah nicht sehr gut aus mit den Wargeists. Ich konnte die zum Glück noch zurückziehen. Hier haben wir noch so ein Einzelgefecht. Clanratten mit Schwert und Schild gegen die Verflucht mit zwei Waffen. Das ist doch relativ interessant. Ja, sieht doch relativ spannend aus. So, gucken wir mal uns an der Front hier um. Ja, da hatte ich noch ein paar Zombies gespawnt, einfach nur um den Gegner zu blockieren. Der Gegner hatte auch noch Clanratten gespawnt, also das sind quasi gespawnte Einheiten, die da gegeneinander kämpfen. Ja, die Zombies da, die stehen da und haben Spaß. Zarion kümmert sich gerade nochmal um die Rattling Gunners und ja, ansonsten dürfte das eigentlich alles soweit erledigt sein. Ihr seht hier auch, die Infanterie hat hier ordentlich abgeräumt. Die Gespenster sind quasi komplett ohne Schaden geblieben. Also das war schon ziemlich heftig. Und hier ist alles durch. Auch der gegnerische Anführer müsste tot sein. Vermute ich mal an der Stelle. Hier ist auf jeden Fall sehr vieles kaputt, wenn man sich das so anguckt. Ich frage mich gerade, liegt der da irgendwo vielleicht? Oder... Ja. Obwohl, man sieht es ja auch hier, die Körper lösen sich an einer gewissen Zeit einfach auf. Kann sein, dass Quiek-Kopfjäger schon tot ist. Also, müsste er eigentlich sein. Der wurde ja ziemlich lang gemacht. Die ganzen gespawnten Zombies sind alle schon wieder weg. Naja, aber das war's dann auch schon. Ihr seht, das Gefecht ist entschieden. Das ging doch relativ zügig tatsächlich. Und, ja, ich heile hier noch ein bisschen rum, aber ich glaube, das brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr im Detail zu zeigen. Das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig Besonderes. Aber an dieser Stelle, glaube ich, würde ich sagen, sehen wir uns dann auf der Kampagnenkarte wieder. Und ich zeige euch dann, wie wir weitermachen. Also, ich mache derweil mal kurz hier Aufnahmepause und dann sehen wir uns gleich da auf der Kampagnenkarte wieder. Bis gleich. So, damit sind wir zurück auf der Kampagnenkarte. Und wir können uns das ja gerade mal anschauen hier. Da! Da belagern wir. Herr Planschkin, ist discordant. Ja, das sieht nicht so wahnsinnig gut aus, würde ich sagen. Kill them, raise them. All die. Boah. Spielt eigentlich keine Rolle, machet weg. Machet Otze und Wiedersehen. Ja, das hat ja funktioniert. Ja, doch, Geld. Meins. Na also, und die Himmelspfeiler sind gesichert. Wundervoll. Ja, dann basteln wir uns doch mal wieder
ein paar Sachen, die wir aufbauen können. Hier so, Festung soll natürlich, soll das ausgebaut werden. Entschuldigung, die Witze werden heute nicht mehr besser. Karak, Atzgaratz, Felshallen von Findol. Oh ja, mehr Einkommen, nehme ich gerne mit. Nehme ich gerne, gerne mit. Gut, Felshallen von Dingensbummens. Wie gut ist denn das gesichert überhaupt? Oh, geht so, nicht so doll. nee, hier geht nicht mehr viel. Oh, was ist denn hier? Ah, das war diese Kackarmee. Ja, Manfred. I grow impatient. Ja, ich auch. Mach den mal weg. I abhor that notion. Thou darest. Das wird lustig. Komm hier, RIP. Really? Was hast du mit diesem Regiment Speerträger bloß angestellt? Alter, was ist denn los? Ach komm, bring sie alle um. Boom, 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 boom. Ich bring euch alle um. So. Macht er auf jeden Fall ganz gut. Jawohl. Was wollte ich gerade sagen? Nee, ach, das Regiment hat sogar überlebt. Ich fasse es nicht. Ach komm. Fass die mal zusammen da. Hol dir nochmal ein neues. Komm, kostet ja nichts. So. Können wir hier noch was machen? Biberli. Komm, bauen wir mal Biberli aus. Jetzt lass mal überlegen. Was ist denn das hier? Okay, das geht alles noch. Da passiert nicht allzu viel. Gut, das hätten wir. Was mache ich mit dir? Ah, ach ja, richtig. Ich habe ja gesagt, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, wir könnten den nachher vielleicht noch brauchen, aber nee. Brauchen wir tatsächlich im Moment nicht. Vlad! Vlad von Karstein. Vlad, hol dir mal Mallorca. Sleep is for the living. Und der hat auch noch eine Armee dort drin aufgehalten. Och, ist das schön. Was hat denn da drin? Was hat denn da drin? Okay, Seuchenschleuderer schon wieder. Okay, ein bisschen elitäreres Zeug ist schon da, aber... Achso. Ja gut, wenn wir angreifen, dann haben wir Vorort aufstellen. Dann können wir dem gleich auf die Pelle rücken. Das ist eigentlich ganz gut, aber ich umkreise das mal. So, haben wir den Seuchenclan da erstmal entdeckt. Sehr, sehr schön. Wo ist denn Hellmann? Hellmann! Ah, da. My puppets da. So, Hellmann! Jetzt beeil dich mal, dass du da rüberkommst. Genau. Der kann da mal gucken, ob er Karakdron einnehmen kann, wenn es ist. Ja, Karas Akarak ist erstmal, glaube ich, einigermaßen gesichert. Da passiert nicht allzu viel. Not enough warpstone. Okay, okay. Also ich meine, jetzt so langsam muss das ja mal Wirkung zeigen hier. Unzugewiesene Fähigkeitspunkte haben wir noch. Emanuele Posner. Ach ja, die kriegt ja auch noch was. Schattengrube, Arkane Kanalisierung. Schattengrube, was war das nochmal? Verursacht moderat magischen Schaden. Ja, warte mal, was ist halt unsterblicher Wille? Würde ich ja eigentlich schon ganz gerne mitgeben. Das schadet sich ja nicht. Da gehen wir erst einmal auf Überzeugung vielleicht oder Wahrsagen. Ach komm, machen wir eine Überzeugung und Wahrsagen-Kombi bei ihr. So, Isabella. Ach ja, richtig, wir haben euch ja noch gar nicht bewegt. Was mache ich denn mit euch? Jetzt lass mal überlegen, kann man hier irgendwas noch machen? Ich meine, kommt von da, könnte von da hinten noch was kommen. Ich bin halt wirklich gerade so ein bisschen überfordert, wo die Skaven sein könnten. Ah, ich habe doch hier einen Aufklärer irgendwo am Start. Wo bist denn du hier? Ah. So, der Galionenfriedhof. Okay. Eine Wasserleiche. Was? Überreste eines Leviathan. Okay. Naja, das ist ja nicht so mein Ding. So, Rose, der Aufgedunsene. Ja, das ist ja mal ein geiler Name. Magier, rüstungsdurchdringende Geschosse amphibisch in Bewegung schießen. Sage mal, das gibt's ja nicht. Ich hoffe, man hört das auf der Aufnahme nicht, aber draußen bellt gerade ein Hund und zwar ziemlich laut. Aufgedunsene Leiche. Ach, das... War das nicht so ein Viech, das explodieren kann und dann die Einheiten rumschleudert? Das war total bescheuert. Aber gut. Magritta. Magritta. Was zum Glück überhaupt nicht an Margarita erinnert.
Ja, gut, ist die Frage, wo gehen wir jetzt mit der hin? Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich sag ganz klar, wir werden jetzt eine Seenversion machen. Hier, wir werden da unten an der Südflanke werden wir unterstützen. So. Sie wird aber den Landweg nehmen. Sie kommt übers Wasser, er. Sie nimmt den Landweg. Ich bin das echte Problem, was mache ich mit Manfred? Mein Manfred werde ich brauchen, für den Fall, dass von hier nochmal eine Armee kommt. Und da kommt ja scheinbar immer wieder was. Der arme Kerl muss irgendwie immer die undankbaren Wachaufgaben erledigen. Aber andererseits, ich brauche jemanden, der möglichst schnell dann von einem Ort zum anderen kommt. Du bleibst jetzt mal in Bibali. Und du kannst dann derweil hier die Korruption hochprügeln. Das ist auch okay. Dann haben wir jetzt hier quasi Abwehrkommandanten. Haben wir hier einmal den Roten Herzog. Der Rote Herzog, der darf dann hier nach... Ach komm, du gehst jetzt erstmal nach Bordeaux. Das wäre doch eine Idee. Du gehst nach Bordeaux. Aha. Stufe 35, okay. Was hat der hier Tolles? Wilder Manticore. Schnitter, Speerschleuder. Ich will mal hoffen, die suchen sich jetzt nicht gerade uns aus. Naja, gut. Naja, aber das ist eh alles ganz gut gesichert hier. Schauen wir mal. Wer mag uns denn und wer mag uns nicht? Khemri mag uns am meisten, klar. You have the attention of the imperial flotilla of I will listen to the groveling peon. Nee, okay. Ja, die mögen uns halt nicht sonderlich. Aber es ist ja egal. Also, sie mögen uns im Vergleich zu vorher nicht sonderlich, aber das ist mir jetzt wurscht. Ja, ja, ist gut. Irgendwelche Piraten, die finden uns gar nicht mal so kacke. Züchterclan. Feindlich. Irgendwie ändert sich da nichts, oder? Nee, nicht wirklich. Throw enemy thing into hell pit. Craft change. Nee, okay. Nee, da ist nichts zu holen. Wir können im Moment nicht sehr viel machen. Malekith, death lurks behind every syllable. Speak. Naja, gut. Der Malekith, der Blöde. Ja, gut, da müssen wir jetzt halt überlegen, was wir weitermachen. Ich glaube, wir werden jetzt mal diese Schlacht hier gleich schlagen. Ja, das werden wir machen. Und, ich weiß nicht. Aber ich glaube, das ist tatsächlich wieder sowas, das muss ich danach kommentieren. Das ist dann doch wieder ein bisschen größer, das Ganze. Sonst wird das wieder so ein bisschen kompliziert. Aber egal, das mache ich dann gleich und dann sehen wir uns dann wieder. Auf geht's. So, herzlich willkommen zurück in der Schlachtenansicht. Ja, ich habe meine Truppen jetzt hier schon mal in Marsch gesetzt. Es geht natürlich hier mal wieder gegen die Skaven. Ja, mal sehen, ob wir auch dieser Armee einen entscheidenden Schlag versetzen können. Ihr seht schon, es ist alles bereit. Und ich würde mal sagen, wir drücken mal auf den Kinomodus und ziehen uns das jetzt einfach mal rein. Das wird richtig, richtig witzig, bin ich mir ziemlich sicher. Huhuhui. Ja, die ganzen Rattenviecher da... Das wird lustig. Also, das ist eine riesen Frontline, die wir hier aufmachen. Aua! Da hat jemand in unsere Gespenster reingelötet. Was eine Unverschämtheit. Aber es ist kein Modell gestorben. Immerhin. Gucken wir mal drumherum. So. Uiuiui. Das war eine sehr gut getroffene Sonne. Wahnsinn. Guckt euch das an. Was da alles am Boden liegt und die Truppe ist noch nicht mal da. Oh, jetzt geht's aber los. Oh, die Wargeists haben mir richtig Bock. Alter Falter. Oh, voll aufs Maul. Ja, das Todesrad, by the way, ist auch ziemlich gefährlich. Und hier haben wir jetzt die große Front. Der Wargulf, der inmitten einer Horde von Angreifern steht. Eieieiei. Das tut ja beim Zusehen weh. Ah, der Wargulf hat Bock.
da kommt irgendwas geflogen. Aua! Ah, je, 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 je. Ja, hier sind noch die Sensenreiter, die verbreiten hier Entsetzen und so weiter. Das ist schon ziemlich geil. Ja, hier wird dann noch ein bisschen bei der flüchtenden Truppe aufgeräumt. Hier die Rattling Gunners oder was das sind, die werden hier richtig schön weggeräumt. Sehr, sehr brav. Nein, what the fuck ist die Kamera? Bin ich besoffen? Sag mal. So. Ja, hier haben wir jetzt noch einen riesigen Blob. Da wollte ich da noch unbedingt was machen. Aber das kommt gleich, glaube ich. Ich habe da noch nämlich nochmal eine Purpursonne reingeskillt. Aber das kommt gleich. Ansonsten hier, ja, ansonsten sieht das ja eigentlich ganz gut aus. Ah, da kommt noch was geflogen. Ah, wieder so ein Warp-Blitz. Warp-Blitze können die echt gut. Aber was das für ein Haufen an Truppen ist, der da steht? What the fuck? Eieieiei, das ist hier, also, man muss echt sagen, der Warwolf hat echt Bock. Es läuft. So, und hier kommen nochmal die Sensenreiter. Ach ja, ich hatte hier noch ein paar Zombies gespawnt, aber naja. Die sind ja nur zum Blockieren da. Für was anderes sind die eh nicht zu gebrauchen. Boah, sieht ganz ordentlich aus. Kann man nicht meckern. Wir können ja mal kurz auf den Kinomodus verzichten. Der feindliche Kommandant ist offenbar gerade gestorben. Das ist ja schon mal sehr, sehr gut zu wissen. Ansonsten, boah, ein paar Modelle sind ziemlich mitgenommen tatsächlich, aber es geht noch. Es ist noch im Rahmen des Erträglichen, kann man nicht meckern. Der Wargulf, der ist immerhin mittlerweile bei 41 Kills. Und ansonsten, boah, sieht gut aus. Da ist noch der Mortis-Schrein. Der Mortis-Schrein hat bis jetzt 20 Kills. Der Wargulf, ah, jetzt kommt hier nochmal eine Purpursonne rein. Das war doch von unserer Vampir-Lady. Wo ist die eigentlich? Ach, da ist sie. 220 Kills. Alter Falter. Ja, das war die Purpursonne. Ihr seht, die sind jetzt alle hier geschlossen auf der Flucht. Da passiert nichts mehr. Die werden jetzt hier noch alle vernichtet. Flederbestie hier hat auch immerhin schon 14 Kills. Naja, gut. Geht so. 67 Kills. Auch nicht schlecht. 91 Kills. Wie viele Kills hat eigentlich Vlad? 16. Ja, das geht ja noch. Das ist ja tatsächlich gar nicht mal so krass. Hier die Blutritter haben 21 Kills. Ihr habt 10 Kills. Okay, die waren eigentlich mehr so für die fliehenden Truppen gedacht. Hier, den Großteil der Arbeit haben ja hier die Truppen im Zentrum übernommen. Obwohl die gar nicht mal so viel getötet haben, also zumindest die meisten nicht. Ja, 53 Kills, der Mortis-Schrein 20 Kills, naja. 101 Kills für die Sensenreiter, ja, das kommt eher hin. Aber ich glaube, das ist jetzt soweit erledigt. Ja, die Schlacht ist gewonnen, da passiert nicht mehr viel. Ich habe den hier noch ein bisschen quasi geheilt, ich kann das ja mal ein bisschen schneller abspielen. Ja, also das hat ziemlich reingehauen, da kann man sich echt nicht beschweren. Hier die Vampir-Lady da hinten, die hier noch Leute am Wegmachen ist. Hier noch ihren Kill-Counter ein bisschen verbessern. Aber ja, in Wirklichkeit bringt das nicht viel. Ich habe dann hier halt die Leute noch konzentriert um den Mortis-Schrein herum, damit ihr hier noch so ein paar Einheiten halt heilen kann. Aber ja, ihr seht, es ist auch kein Modell, kein Einheitenslot draufgegangen oder so. Das war überhaupt keine Gefahr. Das hat also wunderbar gepasst. Ich habe halt noch das bisschen Magie, das ich übrig hatte, noch dafür benutzt, um hier noch ein bisschen zu heilen. Aber ja, ihr seht es eh, da füllen sich die Punkte auch durchaus auf, aber das ist halt durch den Mortis-Schrein, der da richtig schön Massenregeneration reindrückt. Kann man hier mal, kann man das mal sehen? Nee, kann man gerade nicht, schade. Ja, egal. Wir sind auf jeden Fall damit durch. Wir sehen uns dann gleich auf der Kampagnenkarte. Auf geht's.